Hallo und willkommen zum heutigen Simply Magic mit dem Stefan. Hallo. Hallo. So. Neue Aufnahmesession. Genau. Zwei zwar haben wir. Na gut, das kennen wir schon. Ich habe hier hinten angefangen jetzt die Endoflames zu bauen. Für die Mana-Produktion, weil diese Blumen, die gehen ja die ganze Zeit weg. Diesen Altar habe ich umgebaut, weil uns sind in der letzten Folge ja hier immer die Itemis verschwunden. Was natürlich ein geiler Fail war, weil ich habe gedacht, die sind einfach, haben sich aufgelöst oder so, aber wir haben ja den hier stehen. Und der hat es einfach weggesaugt. So. Ja. Ergo, wir haben jetzt dieses Gerät gebaut. Wir haben dieses Gerät gebaut. Ich habe einen Terra-Shatter jetzt aufgeladen bis C. Ja. So die Hälfte. Also wir brauchen noch viele, viele. Wir brauchen so viel Mana, das ist Wahnsinn. Dieser Axt ist der Hammer. Ist der absolute Hammer. Also die macht im Umkreis von, ich habe keinen, wie viel wird es denn sein? Fünfmal nach oben X, ne? Ja, man. Also wir haben dahin diesen Baum, den haben wir mit einem Schlag gefällt. Nein, da waren wir da hinten noch mal im Schwarz Eichenwald und haben auch noch ganz viele gemacht. Das war 10 Minuten gewesen. Das war ja und waren komplett voll danach alle beide. Ja. Total krass. Danach haben wir hier die Kühe hochgezüchtet. Ich habe mich noch mal schlau gelesen mit dem Ritual. Zeige ich euch jetzt von unten. Jo, sonst war's das, oder? Ja, genau. So. Und zwar haben wir hier unten eine Halslapping gemacht, weil es reicht, wenn der innerhalb von einem 2-Block-Radius ist. Reicht das, also wir können jetzt die Kühe darum töten und das Blut geht da trotzdem rein. Hier in dieses Teil habe ich benutzt, um normale Kohle herzustellen für die Endoflames. Wenn ich nämlich Holzkohle reinpacke, dann kriege ich hier normale Kohle raus. Und dann würde ich mal sagen, gib mir mal den Goldblock, ich lege ihn rein und du fängst an zu schnetzeln. Beziehungsweise fängst du an zu schnetzeln, wenn ich dann sage, wir brauchen Blut. Okay? Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, legen wir los. Hopp, und fang an zu schnetzeln. Langsamer, langsamer, langsamer. Schneller. Gut, langsamer. Wir sind bei 8000. Wir sind bei 8000 momentan. Das läuft sehr gut, läuft sehr gut. 7000. 6000. Schneller, schneller, schneller. Schneller, schneller, schneller. Schneller, töte, töte, töte. Schnell. Töte. Es kommt nichts mehr rein. Ich gib Gas. Es ist vorbei. Du triffst nicht. Hau weiter, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Ich kann aber auch nicht den letzten Krepp haben hier. Hä? Ich glaube, wir haben es versemmelt. Wir sind out of Blut gelaufen. Na super. Du warst dann zu langsam. Deswegen stelle ich mich da oben rein. Ja, aber wir nehmen das Ding mal raus. Dann stellt sich mal oben rein, ob es geht. Stell ich mal oben rein und töte mal einen. Ich schau mal, ob es geht. Scheiße, Mann! Geht's? Nein, es geht kein Blut mehr rein. Ja, weil die klein sind. Ach, es geht nur mit Großen? Ja. Ja, das war... Was groß? Das war ein Großes. Ja, es geht nur mit Großen. Okay. Ja, jetzt geht wieder Blut rein. Es geht nur mit großen Kühen, alles klar. Ja, das ist die kleine Abschlag. Ja, da schlachtet die kleinen ab, mach oben zu. Scheiße! Das fing so gut an, Alter. Ja, muss ich mich dann da oben reinstellen beim dritten Versuch. Ja, weißt du, alle guten Dinge sind ja dran. So, kommen alle her hier, ihr Kühe. Hast du zwei Äpfel? Nein. Right. Ich habe vier. Kann ich zumachen? Ja, kannst du zumachen. Boah, ist das ärgerlich. Geht. Oh. Echt ätzend. Da heißt sie der Kühe wieder Brust züchten. Ach Mann, Alter. Hä, hey, lol. Ich habe jetzt aus drei Erwachsenen zwei Babys gekriegt. Easy. Gangbang Party. Ja, wieder 290 Sekunden, dann kommen wir wieder. Oh, Alter, jetzt habe ich extra den ganzen Tag hier immer gefüttert. Das ist ätzend. Das ist jetzt ärgerlich, echt.
Aber naja. Ja, ich war noch mal kurz ein bisschen fahren, hab mir ein bisschen Eisen, 4 Diamanten gefunden, was sehr wenig war. Eisen haben wir auf jeden Fall genug. Lapis haben wir schon gefunden. Hat Chris Lapis immer wieder gebraucht? Nö, jetzt nicht mehr. Ne, falsch doch. Ist das jetzt wieder ätzend hier? Kann man hier halt irgendwas machen? Ja, ich kann Mana noch produzieren. Mit meinen schönen Kohleblöcken. Also hier brauche ich 3. Hier brauchen wir 2. 3. 3. 4. Und hier noch eine. Müsste rein theoretisch alles aufgehen. Gut, alles weg. Nur theoretisch. Jo, alles weg. Ja, also hier die Mana-Produktion, die ist echt gut. Also das passt jetzt schon. Wie gesagt, also ich muss diesen Terra-Shatterer, da muss so enorm viel Mana rein. Das ist der absolute Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Mhm. Ach, damit geht's noch nicht. Okay, das Living Wood kann ich nicht so abbauen. Also jetzt irgendwie so... Ja, mit einer Axt? Ja, mit meiner Axt. Also so instant, weißt du? Mhm. Das funktioniert nicht. So. Und wir brauchen für jedes Terra-Stil, was wir hier hatten, haben wir jedes Mal einen halben Pool gebraucht. Also ihr wisst, da könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie lange ich hier schon am Mana produzieren bin. Das war so ätzend. Und jetzt hat es mit diesem scheiß Kühen nicht geklappt, Mann. Ich hab gedacht, das klappt jetzt wenigstens. So, wo ist mein Questy-Buch? Ha, beim nächsten Mal. So, okay. Botanical Playthings. Nee. Horn of the Wild. Ich baue jetzt 2 Horn of the Wild. Dann haben wir nämlich eine Quest auch fertig. Horn of the Wild. Da, und zwar. Da sieht man das ganze Holz. Wie das ganze Holz? Ich habe da schon die Hälfte verbraten, mindestens. Ja, deswegen, ja. Ich hatte schon voll viel verbraten. Wir hatten irgendwo mal eine Schere. Ja, hier. Ich brauche nämlich 2x Gras. Erstmal geschaut nach einem Diamond Dolly. Genau, wir haben noch geupdatet. Schau, ob du einen Diamond Dolly jetzt bauen kannst. Und es ist gerade so einfällt. Rezept lässt sich immer noch nicht anzeigen. Ja gut, ich meine, Diamond Dolly ist jetzt im Endeffekt eigentlich auch nutzlos. Spawner. Bitte? Ein Spawner. Ja, ich finde es aber jetzt im Endeffekt eigentlich nutzlos, weil ich meine, wir machen das eh mit den Kühen. Von dem her. Mal so zu bauen. Hallo? Hi. Spreeder. Du sollst da rein powern. Ja, klappt nicht. Ach schade, wo doch der ist. Oh, Karkohl, sehr schön. Wie Karkohl? Ah, ich hab nur gerade ein Karkohl gebraucht. Lass meine Kohle in Ruhe. Nix. So, Living Wood. Brauch noch ein bisschen mehr. Wood? Living Wood. In which Alter, wie viel brauchen das? Haben wir rote Farbe? Ja. Wie viel brauchst du? 2. 2 rote Farbe oder 2 Blumen? 2 rote Farbe. Oh. Hier in der Kiste. Müsste reichen, oder? Ja. Hi. Was macht denn dein Schwert denn da? Was? Macht dein Schwert denn da? Wo? Na da. Ich hab's wieder rausgenommen. Das liegt hier rum. Jetzt hab ich wieder rausgenommen, es liegt nicht mehr da rum. Lol, das ist wenn, das ist, wenn dann deins. Nee, ich hab mein Ziel. Mach. Da. Hä? Da ist nichts da drin. Das ist leer. Bei mir ist dein Schwert drin. Dann nimm mal alles aus der Hand raus und mach mal Rechtsklick draus.
Auf dem Altar. Geh nicht weg? Nee. Ja, es ist ein Bug. Es ist ein Bug. Lol. Lol. Der sperrt sich um sich kreisen. Ach ja, Ja, so schaut es halt aus, wenn ich da irgendwas reinlege. Genau, dass wir ein paar Blumen wachsen. Noch eine Blume. So. Ja. Ja, wow. Alles klar. Der war gut. Scheißegal. Ich glaube es, ja. Klar. Ich bin so professionell, ich schneide es nicht mal raus. So, ja. Crafting Table. Ja, durchaus. So. Und jetzt dieses Seeds in der Mitte. Was ist schon wieder Wacky Wacky? Ja, Wacky Wacky. Ich hab die Quest fertig. Claim Reward. Hast du noch mal einen anderen Orb? Dein was? Den anderen Orb? Der ist unten in der Brauerei drin. Oh. So, das haben wir jetzt auch fertig. Na, schon wieder bereit zum Ficken? Ja. Easy. Erst rumrülpsen, jetzt geht er hier von Ficken. Hallo? Ja, schon. Wir brauchen Nachwuchs. Was so? 290 Sekunden. Dann sind die wieder willig. Die sind schon jetzt willig. Ja, also. Die sind schneller geil. War der geil. So, wir haben dann 2, 4 große. So. Ja. Und Liebe. Oh ja, hier Gangbang. Easy. Ja. Haben wir noch normalen Stein? Das ist aus. Also wenn Level 30 habe, werde ich meinen Terra Shatterer mal noch verzaubern. Den kann man nämlich noch verzaubern, Alter. ich hab 27 Levels. Ja, die Blümchen geben auch Vollgas. Geht aber eigentlich jetzt relativ schnell, muss ich sagen. Ja, easy. Mit der Mana. So, wie werden mein Terra Shatter jetzt? C und in der Mitte. Oh, daneben. Ich möchte den gerne auf SS haben. SS? Ja. Und? Oh, da war schon viel Mana drin. Easy, leer gesaugt. Und? Oh, immer noch nicht auf B. Also ihr seht, wie viel Mana da rein muss. Nehmen wir das auch noch mit. Ja, immer diese SS. So. Oh Mann. Also jetzt in der aktuellen Zustand, wie ich sie jetzt momentan habe, macht sie einen breit und 3 hoch. Also eigentlich schon ganz anständig. Deswegen mache ich die ganze Zeit solche Kohleblöcke und hau die Kohleblöcke quasi hinten hin. Komm, die Quest fertig. Mal gucken, was drin ist, ein Warpack. Rein theoretisch. Jo. Mixed Crystal Cross. Also 13, oh, also 13 Blumen haben wir. So. Achso, ich habe ein Reward Becken. Ach nein, das ist Stormcraft, sehr schön. Wo ist es denn da oben? Leute, ich hab toll 5 Pisten bekommen, Alter. Na easy. Was will ich mit 5 Pisten? Ich würde sagen mal was. Ja. Provisorisch was bauen. Ah, alles klar. Kann man aufnehmen, um dich zu töten. Na. Eigentlich schon. Das ist wieder unsensibel. Ja, auf mich zu hauen. Oh. Ich räume bloß mal gerade meinen ganzen Müll hier aus. 120 Sekunden noch. Was denn, dann sind sie schon wieder billig, oder was? Na klar. Easy. Du bist jetzt langsam. Lol. So, das alles da rein. Das auch da rein. Ich versuche noch jetzt diesen Zweitsiegel zu machen. Welchen? Warte. Ich habe ja die ersten Siegels ja schon fertig mit Lava und Lava, mit der Lava und Wasser.
Da gibt's ja halt noch die Siegel of the Face Miner. Für was ist die? Also um dein Face Cap zu meinen. Ich vermute mal, das ist wahrscheinlich eine bessere... Ein besseren Boot oder so. Würde ich mir jetzt denken. Aha. Aber keine Ahnung, muss ich mal testen. So, ich werde mir noch ein volles Mana-Tablet. Ob ich das mal leer mache? Ich mache das jetzt mal leer, oder? Wir haben noch ein volles... Ich mache einfach mal das Tablet hier leer. So, mal gucken, wie viel das ist. Aber voll wird der Mana-Pool. Die brauche ich. Dann brauche ich eine Pickaxe. Ja, wir können ruhig mal noch mehr solche Quests kriegen, wo wir so volle Mana-Tablets kriegen. Wäre echt mal nicht so schlecht. Okay, ist fast leer. Oh, das ist genau leer gewesen, Leute. Also etwas über einen halben Pool voll. Gibt ein so ein Tablet. So, und jetzt mache ich den ganzen Pool mal leer, alles in den Shatter rein, mal schauen, wie hoch er dann ist. Darfst du nicht so lange mit dem rummeinern, weil sonst musst du nämlich wieder so viel Mana reinpumpen. Ah. Easy going einfach quer durch. Und Pool leer. Easy. Ist noch ein Sturm drin, ne? Ja, ist noch. Oh, er ist ein Rang hoch. Bist auch gestiegen? Hm. Soll ich mir irgendwo dagegen hauen? Ja. Ich weiß nicht wie... Komm mit, komm. Ich will dir mal zeigen, wie viel er jetzt macht. Soll ich aber spenden? Hm? Soll ich aber spenden? Lol, hat alles weggesaugt. Los, geh mal mit. Ich will dir mal zeigen, wie viel er jetzt macht. Hi, du lenkst mich schon ab. Lass dich ablenken. Geh mal ganz runter. Geh mal ganz runter, schau mal ganz unten. Aber am besten auf einer Höhe, wo keine Lava ist. So, welche Höhe sind wir jetzt? Oh, hier ist über Lava. Höhe 9, Höhe 10. Gebuddelt wie immer. Höhe 11. Pass auf. Alles klar. Offen haben wir ja auch von Tinker. Vor allem Dings ja gar nicht mehr von Tinkers Construct. Easy. Alles klar. Ah, ich hätte gerne auch einen. Geil, Alter. Ich hätte auch einen. Und Jagd. Genau, und mit Rechtsklick kann man die immer an- und ausmachen. Lol. Kann man nicht auch da die Größen einstellen? Nee. Die kannst du wohl einstellen mit der Menge an Mana, die du reinpumpst. Bau dir eigentlich auch... Lol, ich kann damit sogar Obsidian abbauen. Easy. Also die Spitzhacke finde ich schon geil. Obwohl ich schon fast sagen muss, die Größe wie die jetzt buddelt, reicht eigentlich schon fast, ne? Hm. Obwohl, wenn sie ganz groß ist, auch schon geil. Wenn sie 5 breit und 7 hoch buddelt. Hm. Easy. So. Quest. Ich müsste das Elfenportal bauen. Achso, kann man da jetzt eigentlich mal was durchschicken? Oh, 2 Reward Bags, geil! Ja. Also, einmal habe ich... Lol, 3 Wasser, 3 Eimer. Und... So. Geil! Ja. Geil! Schau mal.
Ich habe das bekommen. Und das. Und das. Und das. Ja. Geil, oder? Ja. Finde ich cool. Okay, und ab. alles wegsortieren. So. Ist aber eigentlich gut mit den Kisten, ne? Mhm. Kann man nicht meckern. So. Nein. Was? Was ist abgegangen? Was versuchst du gerade? Ich hab den Quest gerade fertig gemacht. Okay. Was da? Holzgefäß. Genau, und jetzt zeige ich euch mal, weil, was? So, weil wir haben ja keine Möglichkeit, LOL! Okay, man kann hier quasi in diesem Teil aus Holzkohle normale Kohle machen. Was schon mal extrem geil ist, daraus man auch diese Blöcke machen. Das kostet ja Leben. Was? Was kostet Leben? Das hier. Mach mal rechts weg. Da drauf. Was? Keep going and going and going. Hey, 2 hast du dann. Kostet aber ein halbes Herz. Je länger das aktiviert ist. Lol. Das ist ein Scheiß, Alter. Hey. Geht. Mal im Ernst, ist wirklich scheiß. Ich kann auch die anderen Sieger auch noch machen, glaube. Schau lieber, dass du dein scheiß Ritual fertig kriegst, Alter. Ja, Junge! Wir müssen mal die Kühe wieder groß züchten. Mal nicht schlafen. Vor allem diesmal erst, wenn sie alle groß sind. Genau, gib mir XP. Ich hab's schon gefüttert. Na und? Kannst du das Weizen hier abbauen? Hallo, sammel das noch nicht alles ein hier. Du hast heute deinen Ring nicht an, oder was? Ich hab meinen Ring an. Warum sammel ich dann alles? Weiß ich auch nicht, wo uns liegt. Ach genau, hier, ich zeige euch mal schnell den Shatterer. Gehen wir da hoch. Gehen wir einfach dahinter. Bevor ich so hochkraxel. Im Dschungel wäre das voll geil. Ja. Ja, also hier kann ich einfach so durchgehen. Ich hau einfach auf den Blatt um, der Baum ist weg. Ja, also das ist einfach so extrem, dieses Teil. Hier, da weg. Hier ein Blatt weg und weg den Baum. Das ist total krass, dieses Gerät. Man braucht halt extrem viel zu essen. Weil der eine Baum, der dann da hinten stand, war ja komplett weg gewesen. Lachen. Aber nicht fast so gut wie weg. Meine Hungeranzeige war auch komplett runter. Ja. Ein Schlag. Das war schon krass. Ja, wie gesagt, also diese Shatterer, der ist echt krass. Mach los, Kühe. Und mein Mana-Tablet ist wieder leer. Und er braucht halt enorm viel Mana, ne? Also man kann echt schnell abbauen. Aber er braucht halt echt enorm viel Mana. Ist hier jetzt schon wieder angekratzt. Angekratzt ist auch diese Folge, weil die Folge ist jetzt etwas in Überlänge. Echt? Oh ja, siehst du, ich habe die Zeit nicht mehr im Auge und schon passiert sowas. Egal, gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen nach oben und bis zum nächsten Mal. Tschüss.